Moin und willkommen bei Nordbikes, eurem Fahrradspezialist in Bremen-Wortmarshausen. Mein Name ist Andreas Kubacki und heute seht ihr uns mal an einer ganz besonderen Location. Und zwar sind wir hier an einer Waschbox. Es ist nämlich soweit, die Sonne scheint und es ist Zeit für einen Frühjahrsputz. Und wir werden dieses Fahrrad heute gründlichst reinigen. Und zwar werden wir das da machen, wo ich es den Kunden eigentlich nicht empfehle. Und zwar ist das in einer Waschbox mit Hochdruckreiniger. Denn hier kann man einiges falsch machen und was das genau ist, das zeige ich euch nach dem Intro. Also bleibt dran. Zunächst einmal müsst ihr wissen, das ist mein Fahrrad. Wir waschen keine Kundenfahrräder mit Hochdruckreiniger, das machen wir nicht. Ich möchte halt einfach nochmal zunächst darauf eingehen, was ihr alles beachten müsst. Generell empfehle ich euch nicht, hochwertige, vollgewederte E-Bikes mit einem Hochdruckreiniger zu waschen. Da sind einfach zu viele Lager, die ihr beschädigen könnt. Das einmal vorweg. Grundsätzlich muss man sehen, dass das System an sich immer spritzwassergeschützt ist. Das heißt, es darf ruhig klitschnass werden, das ist kein Problem. Es ist aber nicht druckwassergeschützt. Gerade die elektrischen Komponenten, die Lager und sowas weiter, das ist nicht druckwassergeschützt. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten oder zwei Sachen, worauf ihr drauf achten müsst. Ihr dürft einfach nie direkt auf die Lager halten. Das ist immer ganz wichtig, das A und O. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich auch der Abstand, mit dem ich arbeite. Ja, der effektivste Strahl ist ungefähr so natürlich direkt bei der Austrittsdüse. Da dürft ihr natürlich nicht direkt aufs Lager gehen. Das wäre halt Worst Case. Das solltet ihr nicht machen. Es geht halt darum, dass ihr wirklich mit gewisser Entfernung, sage ich mal, von dem Rad entfernt spritzt, um dann nachher wirklich, ich sag mal, das Rad schön sauber zu kriegen. Ich habe mich jetzt hier für diese Reinigung entschieden, weil es ist Frühjahrsputz und ihr habt ja mal das Rad gesehen, es ist wirklich dreckig. Ich bin den ganzen Winter damit durchgezimmert und generell mache ich so eine große Reinigung, so einen Frühjahrsputz immer direkt im Frühling, wenn die Saison losgeht. Danach wird noch mal eine schöne Inspektion gemacht. Dieses Video wird nach diesem Video folgen. Dann werdet ihr sehen, wie wir dieses Rad einmal komplett inspizieren und einmal durchchecken bei 3.500 Kilometern. Ja, so viel vorweg. Ganz klar, wenn ihr anfangt, mit dem Hochdruckreiniger oder mit Wasser an eurem Fahrrad rumzuspritzen, nehmt ihr erstmal alle Bauteile ab, die lose drauf sind. Das heißt, das Display kommt ab, wird in die Tasche gesteckt oder weggesteckt. Der Akku muss natürlich auch raus. Zack, ist der Akku draußen. Meine Kontakte sind mit einem speziellen Fett versiegelt, da kann auch nichts passieren, alles ist gut. Den Akku lege ich jetzt mal weg. So. Dann habe ich noch das Schloss. Das kommt auch. Und jetzt ist es eigentlich soweit, dass wir anfangen können mit dem Vorreiniger. Für mich ist diese Art der Reinigung schon ganz wichtig, weil das Rad ist auch komplett voller Sand. Und wenn ich jetzt anfange, einfach mit der Bürste, mit der Handwäsche, sage ich mal, ohne Wasser zu arbeiten, dann verkratze ich natürlich den ganzen Lack und sämtliche Bauteile. Das möchte ich nicht. Deswegen möchte ich diese Reinigungsart, bevorzuge ich diese Reinigungsart, um einmal den ganzen groben Schmutz runter zu waschen. Jetzt kommt noch was, das ist immer bei mir so ein schönes Ritual, wenn der Frühling kommt. Ich fahre ja auf 27,5 Zoll Bereifung, 62 mm. Die schleudern ordentlich Dreck hoch und zum Winter mache ich mir immer diese Dinger drauf. Sehen ultra hässlich aus, wie ich finde, sind aber sehr effektiv. Aber im Frühjahr knipse ich die dann immer ab. So. Das sind nämlich Schmutzfänger. Und wie man so schön sehen kann, fangen sie den Schmutz. Ne? Und ich finde das Rad einfach ohne Schmutzfänger deutlich schöner. Deswegen zum Frühjahr kommen die Dinger immer ab und werden dann im Winter wieder montiert. Dann wollen wir jetzt mal hier die Uhr füttern. Wir stellen auf erstmal intensive Vorreinigung und dann werden wir mit Hochdruck einmal abspülen. Danach werde ich mit dem Zweiradreiniger beigehen und dann werde ich das ganze Fahrrad nochmal klar spülen und dann sollte der gröbste Dreck runter sein. Und wie gesagt, danach kommt sowieso nochmal eine intensive Handreinigung bei uns in der Inspektion. Also, bleibt dran. 2 Euro ist ein bisschen viel, oder?
Das war jetzt der Vorreiniger, den haben wir intensiv jetzt aufgetragen. Ihr habt gesehen, hier war ich auch dichter dran. Es lag einfach daran, dass der Vorreiniger hier ohne Druck rauskommt. Ja, das ist einfach nur ein Sprühnebel mit einem kleinen Reiniger, der erstmal den gröbsten Dreck anlöst. Der arbeitet jetzt hier schön, der löst den ganzen Schmutz an, damit wir gleich mit dem etwas härteren Strahl den Schmutz ablösen. Ich will euch noch mal zeigen, wo es drauf ankommt, wo ihr gleich wirklich nicht draufhalten könnt und auch nicht zu dicht rangehen könnt. Und zwar sind das natürlich, wenn ihr hier jetzt Bleche, das geht. Beim Rücklicht kann es schon mal wieder, wenn man da zu dicht rankommt, da könnte Wasser reintreten. Gut, das ist jetzt kein Worst-Case-Szenario, so ein Rücklicht kostet nicht die Welt. Was aber schlimm ist, ist, wenn ich zum Beispiel hier bei der Enviolo-Schaltung, hier sind Dichtungen überall verbaut. Sollte ich hier zu nah mit dem hohen Druck reinkommen, in diese Richtung, dann wird zwangsläufig Wasser in die Narbe eintreten, was natürlich vom Hersteller nicht vorgesehen ist und somit ihr damit wirklich die Narbe zerstören könnt. Ja? Wie gesagt, wir haben schon viele Räder gesehen, die wirklich komplett trocken gelaufen sind, wo wir immer vermuten, das kann nur am Hochdruckreiniger gelegen haben. Und deswegen raten wir den Kunden, es auch nicht zu tun. Aber deswegen einfach auch mal das Video, damit ihr mal seht, wo ihr drauf achten müsst. Also wie gesagt, diese gefährlichen Lagerstellen, genau auf der anderen Seite natürlich auch. Oder, auch ganz klar, der Motor. Guck mal hier. Ja, das ist alles nur spritzwassergeschützt. Hier dürft ihr auch nicht direkt irgendwie in die Kanten rein oder hier in die Elektrik. Wenn hier Wasser eindringt, könnt ihr damit auch den Motor zerstören. Hier haben wir auch Nabendichtungen. Ganz dünne Nabendichtungen sind hier. In der Bremse sind auch Dichtungen. Die könnt ihr auch damit kaputt machen. Genauso wie auch die Federgabel natürlich. Hier darf auch kein Wasser eindringen. Ja? Wenn ich die Felge abdampfe und ich bleibe wirklich nur auf der Felge, da kann wirklich nicht viel passieren. Aber diese Hauptkomponenten wie Narbe, alles was Gelenke ist, alles was geschmiert ist, da dürft ihr wirklich nicht mit hohem Druck draufhalten. So, ich denke mal, der Vorreiniger hat jetzt gewirkt. Mal gucken, ob wir noch was auf der Uhr haben. Natürlich nicht. Wir werden jetzt nochmal nachfüttern und dann werden wir erstmal schön abdampfen, sagt man so schön, oder kärchern, ne? So, damit ihr noch mal Bescheid wisst. Hier vorne, hier vorne tut's weh, da ist der Druck. Weiter hinten ist kein Druck. Das ist dann wieder das Spritzwasser. Ne? Also da müsst ihr drauf achten. Die Bleche natürlich schön von innen ausgespült. Da kann auch nichts passieren. Der grobste Dreck ist jetzt erstmal ab. Ich habe euch ganz vergessen zu zeigen, was ich hier vorbereitet habe. Und zwar haben wir hier einen Wascheimer. Da geht es dann wirklich gleich mal ins Detail. Ein Waschhandschuh, sich schön wirklich alle Ecken und eine schöne Waschbürste. Ich habe hier mein warmes Schaumwasser einmal fertig gemacht. Aber zunächst einmal möchten wir hier nochmal wirklich mit einem hochwertigen Zweiradreiniger einmal das Rad nochmal wieder vorreinigen. Und dann wird es einmal richtig gewaschen. So, der Zweiradreiniger hat seine spezielle Wirkung jetzt verrichtet. Er hat eingezogen, er hat den Dreck nochmal angelöst. Und jetzt werden wir es nochmal abdampfen, bevor wir dann zur Handwäsche gehen. Also starten wir mit der Handwäsche. Nö. Was soll ich jetzt sagen? Einfach sauber machen, das ist Fleißarbeit. So, das Gröbste ist getan. Wir werden jetzt einfach nochmal mit Klarspülung nachspülen, damit die ganzen Reinigungsmittel einmal vom Fahrrad gewaschen werden.
Dann werden sie mal noch ein bisschen abtrocknen. Und wir werden es ja auch in der Inspektion noch mal von Hand nachreinigen. Das ist für mich auch immer ganz wichtig. Wie gesagt, diesen ganzen Aufwand mache ich zweimal im Jahr. Und für mich reicht das an Pflege. Und nochmal, das ist mein Fahrrad. Ich empfehle, passt auf mit dem Hochdruckreiniger. Ich mache es auf mein Risiko. Wenn da mal wirklich, sag ich mal, ein Lager ausgespült werden sollte, weil man nicht aufgepasst hat, dann kann das halt immer dazu führen, dass ein Lagerschaden entsteht. Also kann ich euch nur wirklich sagen, passt auf mit dem Strahl. Ne? So, das Werk ist vollbracht. Jetzt werden wir das Rad nochmal in die Sonne stellen und einfach nochmal grob abtrocknen mit ein paar Mikrofasertüchern. Ja, das Rad ist abgeduscht, der grobe Dreck ist alles runter. Wir werden jetzt nochmal mit einem trockenen Mikrofasertuch nacharbeiten. Und da könnt ihr mir nochmal bei zugucken, ne? Hier nochmal ganz wichtig, hier müsst ihr mal drauf achten, hier könnt ihr auch mal schön die Kontakte reinigen. Die sind alle wirklich gut beschichtet. Hier kann ruhig Wasser rankommen, macht euch da nicht so einen großen Kopf. Wenn ihr, sage ich mal, Salzwasser habt, ihr fahrt im Winter oder ihr fahrt wirklich an der See, wo wirklich salzhaltige Luft ist, das ist natürlich wirklich Stress für diese Kontakte. Da solltet ihr dann immer darauf achten, die wirklich schön zu pflegen. Und wie ihr nachher auch bei der Inspektion sehen werdet, mit einem speziellen Polfett, sag ich mal, gehen wir dabei, um die dann nochmal zu schützen. Jetzt können wir die einmal schön blank machen und ein bisschen sauber machen, ne? So, da könnt ihr mal sehen, was so eine Reinigung bringt. Wir haben jetzt das halbe Rad geputzt. Das war ein frisches Tuch. Ihr habt das Rad vorher gesehen. Und wie viel Schmutz noch drauf ist. Und das wollte ich eigentlich haben, dass der grobe Schmutz schon mal alles runter ist. Ne? Man kann jetzt immer noch schön mit dem Mikrofasertuch nacharbeiten. So, soweit so gut. Das Rad ist erstmal soweit gereinigt. Wir gucken uns gleich mal eben zusammen das Ergebnis an. Ich werde noch mal eine Detailreinigung machen bei der Inspektion. Das Video wird folgen, wie wir dieses Rad einmal noch mal komplett durchchecken, wie ich schon anfangs gesagt habe. Ja. Und was auch immer ganz schön ist beim Putzen, wenn man das Rad einfach mal von Hand komplett anfasst. Deswegen ist das so, dass wir die Räder in der Werkstatt auch mal eben einmal kurz abputzen. Ich habe hier eben gemerkt, dass das Rücklicht defekt ist. Natürlich ist hier jetzt Wasser reingekommen, aber es ist egal, es war vorher schon kaputt. Das heißt, hier hat sich irgendwas gelöst. Das Rücklicht werden wir natürlich austauschen, weil das muss dicht sein. Und sowas gehört natürlich dann nachher auch zur Inspektion, dass wir dann sowas hier feststellen, ne? Ja, also Frühjahrsputz ist vorerst abgeschlossen. Das Rad geht jetzt in die Inspektion. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch nicht so ein schönes Fahrrad habt oder auch noch auf der Suche nach einem Fahrrad seid, dann guckt doch mal unten, verlinke ich euch unsere Internetseite. Da kommt ihr zu meinem Shop und ihr seht, was wir gerade aktuell alles verfügbar haben. Ja, bitte lasst mir doch einen Daumen da. Abo würde ich mich auch tierisch drüber freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Euer Andreas.